Einen wunderschön, meine lieben Leute, und es ist wirklich wunderschön draußen, die Sonne scheint, es ist warm und so soll das ja auch sein, aber heute feiern wir mal eine kleine Premiere und zwar ein Battlefield 4 Xbox One Gameplay von mir selber. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich nie eigene Gameplays hier zeige, ich zeige hier im Prinzip eigentlich nur eigene Gameplays, nur halt keine Konsolen-Gameplays. Das ist das erste Konsolen-Gameplay von mir, was von mir selber ist. Denn vorher habe ich ja immer nur auf dem PC aufgenommen und die Motivation auf dem PC aufzunehmen hat auch nachgelassen, wie ihr in den letzten Videos gemerkt habt. Und da habe ich ja auch relativ wenig gemacht. Aber jetzt kann ich auch von der Xbox One aufnehmen, wo ich ja sowieso momentan sehr, sehr viel spiele. Und das ist einfach nur ein kleines Ankündigungsvideo, dass ihr jetzt wisst, jetzt kommt auch regelmäßig Gameplay-Videos auf der Xbox One von mir erspielt. Ich werde gleich mal ein paar GTA 5 Gameplays auf der One sofort erspielen. Ganz klar, ne? So muss das sein. Ja, natürlich werde ich jetzt nicht wieder 5, 6 Videos die Woche raushauen, so viel Zeit habe ich gar nicht wegen Beruf und andere Dinge. Das geht zeittechnisch gar nicht, aber am Wochenende jedes Mal so 2 Videos, das sollte doch drin sein. Also das hoffe ich zumindest mal, auf jeden Fall ein Video jedes Wochenende. Das war in letzter Zeit ja auch nicht der Fall. Das, was ihr da seht, ist ein kleines Sniper-Gameplay. Die Typen da auf dem Dach haben mich übelst abgefuckt, die haben mich immer weggesniped, weil sie da rumgegammelt haben. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch. Ich bash euch jetzt weg. Und wie ihr seht, habe ich das getan. Das war jetzt der letzte Kill. Gleich killt der Typ mich. Leider, weil ich ein bisschen blöd da rumgammel und vergesse, die Position zu wechseln. Aber eigentlich spiele ich, wie gesagt, gar keinen Sniper. Battlefield 4 Gameplays wird es dann demnächst anscheinend auch öfters geben, weil das spiele ich momentan sowieso ziemlich gerne. Ich habe jetzt momentan so 15 Spielstunden auf der Xbox One. Ja, ist eigentlich noch nicht so wenig. So viel, meine ich. Aber es geht. So. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich wollte euch damit nur mal parat legen, dass jetzt auch Videos von der Xbox One kommen. Haut rein und dann sehen wir uns morgen, denke ich mal schon, mit einem GTA 5 Gameplay. Also haut rein und bis dann. Ciao.